Hallo zusammen, zurück bei Biomutant. Ehe ich jetzt hier reingehe in die Höhle von Steinalt, werden wir mal diesem Looper Lupin einen Besuch abstatten. Ich glaube, das hat schon einen Grund, warum das jetzt nach dem zweiten Weltenfresser schon angeboten wurde. Und ehe ich jetzt hier Steinalt anquatsche und der nachher irgendwas anderes vielleicht sagt, besiegen wir jetzt erstmal Looper Lupin. Und gerade gar nicht, wie wir da jetzt hinkommen. Nanu? Looper Lupins Lager war immer schon da. Direkt vor deinen Augen am Fuß des Baums. Das sieht jetzt ja nicht so aus, als ob wir da so ganz einfach hinkommen könnten. Doch, da ist eine Brücke. Sei hier lieber vorsichtig. Das ist Looper Lupins Lager. Jetzt schlachtet er da so ein Tierchen. Looper Lupin sagt, er hat lange auf diesen Moment gewartet. Er wollte, dass du hierher kommst und selber siehst, wo alles begonnen hat. Er war noch so klein, als deine Mamu mit ihrer Sippe herkam, um seine Mamu umzubringen. Nur weil sie anders war. Eine Jägerin. In dieser Nacht wurde aus der Jägerin die Gejagte, gefangen ohne einen Ausweg. Deine Mamu zeigte keine Gnade, bloß Rachsucht. Er kann sehen, dass du nicht wie deine Mamu bist. Etwas an dir ist anders. Vielleicht hättest du eine bessere Entscheidung getroffen und sie in Ruhe gelassen. Sie haben ihn zum Waisen gemacht, ihn zurückgelassen. So wurde er ein Außenseiter, ein Sonderling. Seit jener Nacht erlebt er diesen Moment immer wieder. Er sagt, deine Mamu und ihre Anhänger haben etwas begonnen, das nicht ungeschehen gemacht werden kann. Sie haben das Monster geschaffen, zu dem er geworden ist. Er wusste, dass seine Zeit kommt und war geduldig. Er war geduldig und als er von deiner Geburt erfuhr, war ihm klar, wie er anhaltende Rache üben konnte. Aus diesem Grund hat er dich in jener Nacht verschont, als er das Dorf auslöschte und du noch ein Kindling warst. Er wollte, dass du ein Leben lang leidest, so wie er. Darum hat er dich für dein Leben gezeichnet, damit er dich wiedererkennt und du dich irgendwann daran erinnerst, woher du gekommen bist. Über die Jahre wurde sein Hunger unstillbar. Er hat zu Anfang versucht, Vegetarier zu sein, doch es lag nicht in seinem Wesen und verhungern wollte er nicht. Doch er hat nie aus reinem Appetit ein Leben genommen. Es ging immer ums Überleben. Das wahre Ich ist das zu sein, was einen ausmacht.
Wenn du tief in dein Wesen blickst, wirst du alles besser verstehen. Die natürliche Auslese tötet die Schwächsten und die Stärksten überleben. Schicksal ist etwas für die, die zu schwach sind, ihre eigene Bestimmung zu finden. Die Zeit ist gekommen, um dein Schicksal anzunehmen. Oh oh. Sollte uns vielleicht nicht treffen lassen. Au! Sag's mir. Au. Was muss denn jetzt? Eine Keule. Wo ist er denn? Ah! Falsch auch schon geguckt. Wow. Nein, nein, nein. Aua, 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 aua. Oh. Schon mal jetzt. Ich habe nichts zur Heilung. Ein schlauer Gegner würde jetzt abhauen. Die Treffer machen sich bemerkbar. Vielleicht sollte ich mir auch, bevor ich den nächsten Weltenfresser dann versuche. Wobei, das sind ja erst bestimmt wieder eine Reihe Quests, die man vorher machen muss. Was zur Heilung holen? Ich habe ja gar nichts mehr. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe noch was dabei und greife den hier einfach mal an. Weil, hey, haben wir doch gut hingekriegt, oder? Was holt der Baum in sich? Nee, also die Weltenfresser sind auf jeden Fall schwieriger. Was ist denn hier? So, jetzt müssen wir wieder zu dem Alten. Lass es nicht ziellos umherstreifen. Gib eine Richtung vor. Gucken, was jetzt der Stein allzu sagen hat. Wir haben Lupa Lupin besiegt. Ich habe mir den echt schwieriger vorgestellt. Jetzt muss ich nur wieder den Eingang finden hier. Ja, ist es schon.
Steinalt sagt, der Krieg wird Folgen haben, aber es gibt gerade dringendere Angelegenheiten. Der letzte Weltenfresser war ungestört mit dem Baum alleine, während du mit dem Krieg beschäftigt warst. Er dachte, jemand mit so viel Licht im Herzen und Ki wie du hätte andere Prioritäten gehabt und sich vor dem Stammeskrieg erst um die Weltenfresser gekümmert. So oder so freut sich Steinalt über das Ende des Stammeskrieges. Steinalt weiß, dass der Weg schwer war. Doch du weißt bereits, womit sich die Reise zu Ende bringen lässt. Und das wird sehr hart. Nur du bist stark genug, den letzten Weltenfresser zu bekämpfen. Die Zukunft hängt von jemandem mit Licht im Herzen ab, durch den die Welt eine Überlebenschance bekommt. Die Zeit wird zeigen, was die Zukunft bereithält und ob sie allen, die bis zum Ende durchhalten, anhaltenden Frieden beschert. Steinalt sagt, die Kunde von deinen Taten verbreitet sich und die Stämme haben die Hoffnung noch nicht verloren. Er weiß deine bisherigen Taten zu schätzen, doch leider erfordert sein Freund Wiss im Nordwesten dringend deine Aufmerksamkeit. Steinalt sagt, er ist sich über deine Absichten nicht im Klaren, hofft jedoch, dass du Wiss unterstützt. Er wird dir den richtigen Weg weisen, doch Wiss zu finden und ihn mit allem Nötigen zu versorgen, liegt ganz bei dir. Das klingt nicht gut. Steinalts Ahnung hat sich bewahrheitet. Der Trübschnauber ist als nächstes an der Reihe. Steinalt meint, Wiss ist besorgt, weil der Weltenfresser im Nordwesten immer mehr Unheil anrichtet. Er erklärt, dass Wiss an einem Unternassschiff arbeitet, um zum Weltenfresser zu gelangen. Er ist jedoch auf Hilfe bei der Fertigstellung angewiesen. Der Tüfteltüftler. Steinalt schlägt vor, dass du so schnell wie möglich nach Nordwesten aufbrechen solltest, um Unterstützung zu leisten. Er hilft immer gerne. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Okay, jetzt will ich nur mal kurz gucken. Nee, da ist nichts mehr zu tun bei ihm. Der ist natürlich ein Stück weg jetzt, der andere, ne? Wo wir hin müssen. Achte auf dein Gleichgewicht. Kann man gar nicht mehr benutzen hier. Wahrscheinlich war ich da schon mal dran. Weiß ich gerade gar nicht genau. Dann gehen wir mal zu Wiss. Mal gucken, was uns auf dem Weg dahin so alles begegnet. Meistens haben wir ja dann doch Bekanntschaft mit eher unangenehmen Zeitgenossen gemacht. Wieder eine alte Ziegelhütte. Manchmal finden sich hier noch gute Sachen. Ja, zum Beispiel die hier. Mitten zwischen die Augen. We'll be right back.
Kaboom! Ja, den haben wir doch schon jetzt. Bam! Das war das halt so. Die sind ja ziemlich weit unten mit ihrem Level. Im Vergleich zu den anderen, die wir jetzt schon stellenweise hatten. Oh, da ist einer zum Befreien drin. Da ist noch einer. So. Die haben wir jetzt alle. Befreien wir den hier mal. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Hat gehört, dass du Mitgefühl besitzt und vertraut darauf, dass es in deinem Wesen liegt, anderen zu helfen. Bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt und du bist verantwortlich für deine eigenen Taten. Ist dir dankbar für deine Entscheidung. Nur wer anderen Gutes tut, ist wirklich gut. Es wird immer heller. Ach nein. Wirf doch mal einen Blick in den Spiegel. Geht nicht. Alle, in die du geschaut hast, sind zersplittert. Das war nur dieses eine Mal. Ich habe hier einen ganzen Scherbenhaufen, der dir widerspricht. Diese Geschichte braucht eine Heldenfigur. So, hier oben was Schönes? Ja, schaut mal. Toller Hut. Und da drüben ist auch noch eine. Aus wie vom Zauberlehrling. Und weiter geht's. Da war ihn wieder hier. Aber wir wollen eigentlich erstmal zum Tüftel-Tüfter und keine Illusionen fangen. Ah, diese Holzreste wären perfekt für deine Pläne geeignet. Na? Wo ist die Anna? Ich höre nur die unheilvolle Musik.
So ist es gut. Los, Tierchen, los! Ich weiß nicht, ob das jetzt ein toller Weg ist, den ich hier gerade ausgewählt habe. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Ich würde sagen, nicht sehr weit. Oder ich laufe erstmal und rufe den dann woanders. Oder es geht da einfach nicht hoch, so wie das hier aussieht. Ne, hier geht's nicht hoch. Ich verlaufen. Um Gottes Willen, ich bin gleich im Wasser und dann... Ich häng fest. Nein! So ein Mist hier. Oh oh. Okay, vielleicht sollte ich mal auf die... Du bist was? Begeistert, dass du endlich Gizmo begegnet bist. Hör ihm gut zu. Er hat richtig Ahnung. Das ist eine Brücke. Und ein Wegpunkt. So ein Glück. Smaldi ist einer der besten Krimskramshändler. Mal sehen. Ja, dann gehen wir da gleich mal direkt zu dem hin. Bittet dich, einen Blick auf die Waren zu werfen. Sagt, du bist in guter Gesellschaft. Alle wollen ein gutes Geschäft abschließen. Also gucken, dass wir nicht genau das... verkaufen, was wir hier gerade anhaben wieder. Mehr Grün für dich. Das hast du eh nicht gebraucht. Wir haben natürlich eine ganze Menge, was wir verkaufen können. Ich war ja schon lange nicht mehr bei einem Händler. Bares für nicht ganz so Rares. Füll dir die Taschen. So, da ist wieder was, was wir gerade anhaben. Füll dir deine Taschen. Also was jetzt nicht schlecht wäre, wenn man sagen könnte, ich will jetzt mehr als nur eine Sache verkaufen. Abbrechen. Aber gut, hat ja jetzt geklappt. Verschiedenes. Siegel, was soll ich denn damit? Hat er... Nee, Klamotten will ich ja nicht. Hoffentlich. Ich habe jetzt gehofft, er hat irgendwie sowas wie... so... medizinische Geschichten. Bisschen Heilung, aber gut, hat für er nicht. Eine Bestie ist dieses Reittier ziemlich sanft. Was haben wir hier? Das gehörte auch zu irgendeiner Quest hier in diese Dinger. Wahrscheinlich nur das falsche Grad erreicht. Die muss man ja immer in einer Reihenfolge scheinbar abklappern, die das Spiel vorgibt.
Ja, diese ganzen Außenposten und Stämme, die wir ja dann nicht mehr bekämpft haben. Du hast das Blättergewühl entdeckt, den dichtesten Dschungel, den es gibt. Stürz dich hinein. Da drüben sieht es aus, als ob es da brennt. Schon wieder so richtig rumrollt. Ein Volltreffer. War halt drauf. Hart erwischt. Jawohl. Es steht viel auf dem Spiel. Na, hier müsste auch einer sein. Hier ist nämlich so ein... Da. Bravo. Wo ist er denn? Ah, jetzt bin ich auch runtergefallen. Egal. Kämpfen wir den halt hier. Wieder hoch. Ganz alleine hinterher. Eine neue Hose. So, was haben wir hier Feines? Ja, Adrenalinspritze, na gut. Heilung hätte ich gern. Das Biest ist verdammt beweglich. Da müssen wir irgendwie rüber. Dahin. Ja, da legst du doch gut aus. Hier noch das Zeug mitnehmen. Oh, Emil, ein seltener Fund. Ah, das gute Zeug. Ach, daneben gehauen. Du hast den Kriechloch-Außenposten entdeckt. Einen Bau des Pichu-Stamms. Schön abgestellt da.
sind ja auch immer schöne Sachen drin. Mal gucken. Da geht's raus. Erstmal auch gleich markieren noch. Mal sehen. Na, aber. Passt dein Reittier überhaupt auf? Ja, das passt immer auf. Noch hier. Dann brauchen wir nur noch einen und können wir da die nächste Fähigkeit erwerben. Man kann nie genug Schrott haben, ob Plastik oder was anderes. Das sind feine Sachen zu holen. Die Brandungsfabrik. Halte hier nach Whis Ausschau. Mal sehen. Und dann sind wir dort jetzt angekommen. Und wer der Whis ist und was der für uns für Aufgaben hat, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.